Tatsächlich hat der Markt losgelegt. Das war ziemlich so, wie wir das ja angekündigt haben am Wochenende in meinem Video. Ihr wisst, ich mache ja immer am Wochenende ein übergeordnetes Bild. Aber dass er das alles heute schon erledigen will, das war mir natürlich auch nicht bewusst. Also er ist auf besten Wege hier auf dem Weg nach oben. 5% der breite Markt, 5-6% eigentlich der breite Markt, der Dow Jones, der S&P 500, aber auch der Blue Chip Index, der DAX ebenfalls. Nur der Nasdaq, der ziert sich noch, der hat nur 0,5% in etwa nach oben, 0,6, wenn ich das eben richtig gesehen habe, nach oben geschafft. Also deutlich weniger. Das ist einigermaßen nachvollziehbar, weil die Demokraten ja schon angedeutet haben, dass gegebenenfalls die großen Tech-Titel mal fürchten müssen, ob sie nicht tatsächlich zerschlagen werden. Das klingt sehr dramatisch, aber zumindest mal, dass sie aufgesplittet werden, da kann und soll es wohl nicht so weitergehen, wie es bisher losgegangen war. Und das mag hier ein wenig ein Grund sein. Ich will da gar nicht mutmaßen. Ihr wisst alle, ich bin nicht der Fundamentalist, der jetzt die Nachrichten alle in die Tiefe und epische Breite hier auswertet. Aber offensichtlich sind die Marktteilnehmer dort nicht so glücklich. Das heißt umgekehrt, wenn ich mich jetzt entscheiden soll, auf welchen Markt ich mich fokussieren sollte, dann vorläufig möglicherweise wohl eher der breite Markt. Und da warte ich allerdings tatsächlich auf den Rücksetzer. Ihr habt das Video gesehen und ihr werdet das sicherlich noch in vielen meiner Beiträge dann mitbekommen. Wer Spaß an solchen Sachen hat, auch Intraday, der meldet sich unbedingt an für Born for Trading. Dann kriegt ihr solche Beiträge auch mal innerhalb des Tages, wenn da irgendwie was spannend gerade ist. Einfach ein kleiner Hinweis, vorsichtig, jetzt tut sich da was, dann gebe ich das da gerne bekannt. Oder aber eben beim Trade des Tages anmelden, wo wir dann unseren ganz konkreten Trade vorstellen mit den Ein- und Ausstiegsmarken. Das ist dann ja ebenfalls nicht ganz schlecht im Auge zu behalten, wenn man sagt, ah, da oder da habe ich auch noch mal eine Idee. Ja, was kann man jetzt also tun? Eigentlich so wie immer, denn der Markt bewegt sich stark in eine Richtung, die ist nun mal ganz stark nach oben geprägt. Wenn der Markt jetzt nach unten kommt, und das ist jetzt ganz wichtig, ich möchte nicht, dass er jetzt wie ein Stein fällt. Wer will das schon? Aber ich möchte auch für Long-Positionen sehen, dass er runterkommt. Das will ich durchaus, aber dass er das harmlos macht. Das heißt, dass er das ein bisschen wackelig ABC-mäßig macht beispielsweise. Das wäre eigentlich ein ganz gutes Indiz dafür, zu sagen, okay, die Aufwärtsseite, die war stark, die Abwärtsseite, die ist dann entsprechend nicht so deutlich, nicht so kräftig, das ist eher so eine Erholung, so ein Luftholen, so eine Pause halt eher. Dann kann man sich auf der Oberseite eben long wieder reintriggern lassen in den Markt. Das ist so ungefähr die Erwartungshaltung, die wir ja immer wieder haben. Witzigerweise haben das viele auch Einzeltitel. Der breite Markt scheint sich da ein bisschen drauf eingeschworen zu haben. Wir scannen ja auch immer wieder auf der Intramarket, wie auch immer, aber auf den verschiedenen Märkten unsere Einzelaktien. Einfach so, um zu gucken, wie ist da die Stimmung, nicht nur einfach auf den Indizes zu gucken. Und die ist dort ganz klar in vielen, vielen Punkten stark nach oben und wartet eben auf Rücksetzer. Teilweise gab es schon Rücksetzer, aber viele Titel haben diesen Move theoretisch eigentlich noch vor sich. Und das könnte dann schon wieder neuen Schub auch im größeren Bild dann geben und das Bild verifizieren, was ich ja angedeutet habe, dass wir jetzt unter Umständen nicht nur so eine kleine Bewegung nach oben zu erwarten haben, sondern vielleicht jetzt so ein bisschen den Befreiungsschlag, der jetzt den Markt nach oben entfesseln kann. Einige fragen sich, wie kann das denn sein? Das war doch immer Trump, der als der Gute für die Börse eben zählt. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich den einen oder anderen, der jetzt eben auch an Corona denkt und sagt, naja, wenn jetzt die Maßnahmen vielleicht dann die amerikanische Wirtschaft eben nicht mehr runterbremsen, wir werden das sehen. Aber Änderung wird dort als positiv zumindest mal wahrgenommen. Zumindest sind das viele kleine Mosaiksteinchen. Ich will gar nicht jetzt die Bewertung vornehmen, was nachher der Auslöser ist. Ich denke, da fallen viele Sachen im Moment zusammen. Und wenn es Erleichterung ist, dass es vielleicht doch eine etwas entspanntere Situation jetzt eben gibt, vieles spricht zumindest aktuell dafür. Also dementsprechend die Long-Seite, die gilt allerdings vorsichtig, nicht übertreiben. Ich weiß, es 5%ige Anstiege, 6%ige und wer weiß, was heute noch kommt. Die locken natürlich immer, ah, jetzt kann ich reingehen, ab jetzt kannst du noch nach unten gehen. Nach unten ist gut, nach oben gehen. Vorsichtig, arbeitet mit Stops, wenn es den Markt dreht, dass er dann sagt, naja gut, ich habe meinen Spaß gehabt und ich mache bei der nächsten Runde wieder mit. Das Spiel beginnt ja immer wieder von vorne. Man verpasst nichts an der Börse, auch wenn es noch so sehr danach aussieht. So, ihr hört, hier im Hintergrund wird es laut. Ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt, aber ich ziehe mich jetzt zurück. Wir sehen uns gleich wieder an den Märkten. Bis dahin, euch alles Gute und liebe Grüße.